4500 neue Studien und über 500 wissenschaftliche Sitzungen rund um das Thema Herz stehen auf dem Programm des Kongresses European Society of Cardiology. Ja, der Kardiologenkongress, der hier in München stattfindet, ist der zweitgrößte medizinische Kongress der Welt. Und er ist insofern sehr wichtig, weil nach wie vor die Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache in Deutschland darstellen. 1990 noch verstarben knapp 86.000 Menschen an einem Herzinfarkt. 2015 sank die Zahl auf rund 50.000. Trotzdem bleiben Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Zum einen liegt es daran, dass die Menschen älter werden und die klassischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind klassischerweise Alterserkrankungen. Wir haben zwar in den letzten 30 Jahren die Mortalität, also die Sterblichkeit, um fast 10 Jahre reduzieren können. Davon geht 2/3 auf Herz-Kreislauf-Erkrankungsverbesserungen zurück. Aber dadurch werden die Menschen älter, sie leben länger mit den Komplikationen der Erkrankungen, die wir akut durch unsere Behandlungsmethoden überspielt und gerettet haben. Von daher ist das eine neue Herausforderung. Herz-Kreislauf-Medizin wird auch zur Altersmedizin. Durch Bewegung und gesunde Ernährung kann man seine eigene Gesundheit positiv beeinflussen. In der Medizin hat sich vor allem in den Bereichen Prävention und verbesserte diagnostische Möglichkeiten beim Thema Herzerkrankung viel getan. Dann können wir heutzutage auch bei alten Menschen Herzklappen mit sogenannten Klappenstents über Katheter behandeln. Das heißt, man muss sie nicht mehr operieren und die, die man nicht mehr operieren kann, weil sie noch andere Erkrankungen haben, profitieren dann auch davon. Das sind so die wesentlichen Dinge. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, plötzlichen Herztod zu verhindern durch den Einbau von sogenannten Defibrillatoren. Also es gibt schon mehrere Dinge, die ineinander greifen, sowohl die Diagnostik als auch die Behandlung. Viele Menschen kennen beispielsweise ihren Blutdruck sowie ihre Cholesterin- und Blutzuckerwerte nicht. Diese sogenannten Risikofaktoren bleiben dann häufig unentdeckt. Aus diesem Grund findet am Samstag, den 25. August, eine Informationsveranstaltung rund um das Thema Herzgesundheit statt. Und mithilfe dieser Risikofaktoren, Sie können ja fragen, was ist denn mein individuelles Risiko? Und das ist ja sehr individuell und unterschiedlich. Da gibt es einen Risikoscore, in den geht auch neben diesen Faktoren das Alter ein, das Geschlecht. Kann man sich das Risiko, in 10 Jahren einen Myokardinfarkt zu erleiden, errechnen lassen. Und da sind über 50 Mitarbeiter, Ärzte, Pflegerinnen, Herzkatheter-Assistenzpersonal, die da in ihrer Freizeit zur Verfügung stehen, der Bevölkerung, um das durchzuführen. Alle Interessierten können sich am Samstag am Odeonsplatz von 10 bis 17 Uhr dann von Münchner Herzspezialisten beraten lassen.